So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist die goldene Meile. Nee, das hättet ihr wohl gerne in Meiningen. Da warten schon viele Leute drauf. Nein, wir wollen heute einen Community Raid machen in Pokémon Go mit Anego, weil Anego mir von den Ultra-Bestien noch als Pokédex-Eintrag fehlt. Zeit für die anderen als Community Raid habe ich nicht mit Video. Muss ich immer nebenbei machen. Heute aber Video zu Anego. Aber erstmal muss ich kurz im Penny. Da gibt es nämlich jetzt eine super geniale Pizza. Im Angebot, in der Werbung, vom Axel Schulz wieder mal. Die möchte ich mir heute holen und testen. Also vielleicht kommt das auch heute Abend schon, das seht ihr ja dann. Damit ihr genau wisst, dass es aktuell das ist im Penny. Die letzte Axel Schulz Pizza hat gar nicht geschmeckt. Aber wir werden die neue probieren. Pupsi gleich noch Cola mitnehmen. Und dann ab zum Community Raid. Was ist hier los? Was willst du da rum? Das muss da drauf, das ist Ordnung, muss sein. So, das war wieder mal ein Schuss in den Ofen. Keine Axel Schulz Pizza. Also sie hätte ab heute da sein müssen. Es gibt keine. Ab morgen ist noch mal Lieferung. Vielleicht ist ab morgen da. Aber ich bin morgen nicht da. Aber ich mache morgen keinen Community Raid. Das heißt, die Axel Schulz Pizza muss warten. Ist bestimmt eh eine Enttäuschung. Aber ich werde gerne enttäuscht. Deswegen, vielleicht kommt Pupsi morgen dran vorbei. Vielleicht ist alles wieder anders. Die muss auf jeden Fall probiert werden. Um dann enttäuscht zu sein. Vor lauter Wut ziehen wir jetzt erstmal die Strümpfe hier ab. 1, 2. Du guckst dir jetzt die Blumen an. Marie passt auf. Die tue ich hier rein und wir gehen ab zum Raid. So, da stehe ich jetzt hier. Unterm Baum, im Schatten. Ich gehe mal auf die Arena. Ich werfe mal den Raid Pass ein. Ich will euch gleich die Location noch ein bisschen zeigen. Nochmal kurz die Konda-Liste. Auch nochmal, wer mitmacht. Haben sich nämlich einige gefunden, die jetzt Bock auf Anego haben. Das heißt, ich muss einladen. Matze, Pokehunter, ab ins Tierheim, Genaya, Mystical, Miku und dann noch Henry, Trainer, The Ups und Creeper to go. Die kann ich aber dann erst einladen, wenn der Einladebutton wieder da ist. So. Ich habe das Ganze natürlich wieder im Telegram-Fanchat gepostet. Wenn man also hier auf die Raid-Gruppe geht, sieht man hier den Raid. Link zur Gruppe in der Beschreibung. Judendenkmal, Koordinaten, Trainername, Trainercode ist alles dabei. Das ist die Liste, anhand der ich einladen soll oder muss. 3 Stück muss ich jetzt noch einladen. Bei euch sieht das bestimmt richtig komisch aus, weil ich einfach nur schwarz bin. Aber hinter mir hat man eine schöne... Ja, da hängt Zeug vom Baum. Schönes Zeug hängt da vom Baum. Creeper, Henry, Trainer Sir Ups, die laden wir noch ein. Dann gehen wir noch mal ganz kurz auf YouTube in den Community-Tab, wo die Konda-Liste ist. Ihr versucht euch den 100%-Wert zu merken. So, Community, Konda-Liste. 100% ist 22,56 oder 28,21. Das Typ ist Gift und Gestein. Ihr nehmt also Stahl, Wasser, Psycho oder Boden. Boden am besten, weil es gerade doppelt effektiv. Also haut einfach mit Boden drauf. Jetzt haben wir hier noch 30 Sekunden über. Ich will euch ganz kurz auch mal die Location zeigen, wie das aussieht. Also hier ist eine Mauer, da ist eine Brücke, da ist eine Marie mit Jonas. Der Baum hängt hier so rum, spendet Schatten um die Ecke. Das hier dann ist das Judendenkmal. Hier ist auch eine Platte, steht was drauf. Hier ist das so. Ja, und da geht es zum Markt, zur Stadt. Aber wir haben uns jetzt hier schön versammelt. Stellen euch hier oben drauf und machen in Ruhe den Raid. Nicht so hysterisch. Kennt ihr das? Frauen, die sind immer so hysterisch. Wie hat die Ärztin gesagt? Die Männer, die sind cool und gelassen. Die Frauen, die quietschen immer rum. Das erlebe ich jeden Tag. Der ist halt so eine Springbohne. Da will er sich halt aus dem Wagen raus, von der Brücke runter ins Wasser, wie ein Fisch. Aber davon darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Da darf man nicht immer gleich so. Ihr wisst ja, wie das ist. Ihr habt ja alle Kinder. Die meisten von euch sind noch Kinder. Ne? Die, die Bier trinken, sind dann keine mehr. Die werden dann zu Mann. Und das ist die ganze Geschichte, die ganze Lebensgeschichte. Was war der 100er Wert? Ich habe ihn vergessen. Ich glaube 22,56 und 28,01. Nee, das war wahrscheinlich ho-ho. Die Aufgabe gewinne 3 Raids ist jetzt sogar fertig. Man hat ja immer noch die Forschung, gewinne 10 Raids insgesamt. Oh, auf dem Samyang Bulldog ist es sogar ein Shiny, das ist also gelb, hat so einen gelben, goldenen Kranz um sich rum. Das können wir jetzt mit einem
Ball direkt fangen. 27,75. Ist also nah an 28 dran. Meiner hat 27,09. Der ist also schlecht. Aber der fehlt mir, wie gesagt, noch im Pokédex. Deswegen müssen wir den jetzt mal in Ruhe fangen. So, das Shiny bewerte ich mal. Das Shiny hat 13, 12, 14. Drei Sterne. Das heißt, meiner ist... Vielleicht ist es auch das Mindest-IV... Ding, was man kriegen kann, das sehe ich dann aber erst, wenn ich bewerten kann. Kreis ist, glaube ich, schon eingestellt, aber der ist ja relativ ruhig. Das heißt, wir können immer wieder neu werfen, aber der bewegt sich immer zu hoch und runter. Hoch und runter. Bruder, beruhige dich. Alles wird gut. Ich finde es schön, dass ihr im Hintergrund das Wasser seht und dass ja eine Qualle ist, was mit diesem Wasserhintergrund einfach gut passt und schön aussieht. Also mittlerweile muss ich sagen, macht das Bock, diese Fanghintergründe zu haben. So, jetzt hat es nochmal angegriffen. Der Kreis muss noch ein bisschen kleiner, dass es einfach fabelhaft wird. Oh, da fahren Autos vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt langsam mal uns konzentrieren. Er geht hoch. Er geht runter. Er greift an. Wir werfen. Und so trifft man dann einfach fabelhaft. Weil wenn du natürlich die ganze Zeit curvst und redest und wirfst einfach und in dem Moment geht er dann hoch, triffst du halt nicht. Also warte. Verstell den Kreis nicht, er greift wieder an, du curvst wieder, triffst wieder einfach fabelhaft. Und so musst du das machen, ohne dich aus der Ruhe bringen zu lassen, ohne zu stressen, ohne gehetzt zu sein, es ist egal. Eigentlich hast du genügend Bälle, also wenn man 18 Bälle hat, könnte man 8 Mal einfach drauf werfen, vielleicht ist er dann schon drin, das spart natürlich eine Menge Zeit, gerade bei einer Raid-Tour. Wenn du nur noch 10 Bälle hast, würde ich dann aber immer anfangen, abzuwarten, Kreis einzustellen, auf einfach fabelhaft zu gehen, dass der nicht weggeht. Weil das ist ja trotzdem ein cooles Pokémon. Am Anfang mochte ich es nicht so, mittlerweile finde ich es ganz gut. Es ist der beste Giftangreifer, glaube ich, im Spiel. Es ist neuer Pokédex-Eintrag für mich. Das ist wichtig. Deswegen kriegt er seinen eigenen Community Rate. Und das ist das 100er von unten. Das ist das Schlechteste, was man kriegen kann. Mit 10, 10, 10. Also das ist was, was man auch eigentlich sammeln kann. Aber... keine Ahnung. Dank NetGhost habe ich ja ein Ticket, dass ich jeden Tag jetzt 2 freie Pässe habe. Das heißt, ich werde heute Nachmittag dann nochmal einen Raid posten in der Raid-Gruppe. Vielleicht kommt da noch ein Shiny, vielleicht kommt auch eins mit Fanghintergrund. Fanghintergrund müssen wir sowieso mal gucken. Mache ich bei dem anderen auch? Nee, leider keins mit diesem besonderen Spezial-Ultra-Bestien-Hintergrund dabei. Aber egal, ein Shiny auf dem, das kann man sich vielleicht mal rübertauschen. Muss man aber nicht. Ansonsten war es das schon wieder von meiner Seite aus. Kein Axel Schulz, kein Shiny, kein 100er, kein Spezialhintergrund. Wie findet ihr Anego? Habt ihr Bock? Heute kommt noch ein Raid von mir in der Raid-Gruppe. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Immer einen beim Wechsel und dann immer einen gegen Abend so, damit jeder die Möglichkeit hat, mitzumachen. Ciao.